Guten Tag, alle zusammen, dieses Mal auf Hochdeutsch, weil ich bekam mehrere Anfragen, nachdem ich mein letztes Facebook-Live-Video auf YouTube hochgeladen habe, ob ich das nicht auf Hochdeutsch machen könnte. Das werde ich jetzt machen und wenn die Zuschauerzahlen nachher noch höher sind, dann wird es bei Hochdeutsch bleiben und sonst werde ich wieder in mein charmantes, pure Schweizerdeutsch wechseln. Heute habe ich ein paar ganz besondere Zückerchen für euch. Ein paar Sachen aus der Denunziantenfront, ein bisschen was über den Hintergrund des Geschehens, des Totalversagens von links bis rechts. Aber bevor ich damit starte, bitte ich euch doch bitte, falls ihr das auf YouTube schaut, mich auf Facebook zu befreunden. Ich lehne keine Befreundschaften ab. Und wer mich jetzt live auf Facebook sieht oder auch in Real Life auf Facebook sieht, geht doch bitte auf youtube.com/strickertv. Weil bei strickertv kann ich das Bild so hinstellen und das sieht ein bisschen professioneller aus, aber ich habe gemerkt, bei Facebook mögen das die Zuschauer nicht so sehr und darum gibt es mich heute nochmals in der Vertikalen. Fangen wir doch gerade mal an. Womit? Wir fangen an mit einer schönen Umfrage. Diesmal noch zu Beginn noch schnell Schwerpunkt Schweiz. Oh, meine Nachbarskatze. Nein, meine Katze hat in Ruhe gelassen. Ist eine ganz böse Katze. So, die gute Nachricht sind eigentlich immer noch schlechte, aber viel besser als auch schon. Ich merke gerade, ich muss das umkehren. Eine Umfrage bei einem Massenmedium der minderen Qualität, was ja eigentlich jetzt, ja. Was sagt, findest du, die Schweiz macht zu wenig gegen das Coronavirus? Und mittlerweile sind es 33%. Nein, wir machen schon jetzt viel zu viel Drama. Das heißt also, wir haben immer noch zwei Drittel gegen uns. Aber ich würde doch sagen, die Stimmung kippt. Und das ist euch zu verdanken, die ja alle interessiert, diese Nachrichten verfolgt und eben auch den Mut habt, selber Dinge zu posten. Seid also mutig, wenn ihr nicht meine Videos teilen wollt, die ja bekanntlichermaßen ein bisschen, ich sag mal, rustikal rüberkommen, dann nehmt einfach andere Links, die dieses Alternativmedium, dieses Alternativuniversum, das von den Massenmedien konstruiert wurde, dass wir diese Mauer der Massenmedien zum Einsturz bringen können. Genau, dann. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch einmal ein paar Mails oder so zeige, die von Leuten, die mir nicht so wohlgesonnen sind. Ich möchte die ganz harten lieber nicht ausstrahlen, aber dieses hier ist charmant und er wird dieses Video wahrscheinlich auch sehen, weil er hat es versprochen. Hallo Feind Nummer 1. Wollt ihr eigentlich ein Weltverbesserer sein? Glaube eher nicht. Aus welcher Klapse seid ihr ausgebrochen? Euer Beitrag über den Bundesrat ist absolut unterste Schublade. Das bezieht sich auf den Beitrag, wo ich gesagt habe, der Bundesrat gehört ins Gefängnis, eine Polemik. Für solche Äußerungen gibt es nur eine Titulierung, vollpfostenmäßig hochtrü. Mit solchen Aussagen seid ihr definitiv untragbar. Heißt nicht würdig, ein Schweizer zu sein. Ja, ich schäme mich auch ziemlich, ein Schweizer zu sein, also damit kann ich leben. Also ab in die Wüste, aber bitte einfache Richtung, ohne Rückkehr. Von wegen Gefängnis für den Bundesrat. Eure Aussagen hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Absolut rein gar nichts. Was ihr herauslässt mit gespaltener Zunge, geht auf keine Kuhhaut. Ich nehme an, ist ein Schweizer. Auch könnte man ja eine Strafanzeige gegen solche wie ihr seid in Erwägung ziehen. Mir gefallen die Ausrufezeichen. Wäre durchaus möglich, wenn ihr mal an den falschen Leser gerät, eure Äußerungen. In Zukunft Ball flach halten wäre von Vorteil. Auf einen Quadratplauderer wie ihr kann die Schweiz sehr gut verzichten. Werde eure Berichte weiter ganz genau verfolgen. Gruß vom Schattenmann. PS. Das ist hart. Das ist süß. Wir haben Meinungsfreiheit in der Schweiz. Dies ist doch meine Meinung über euch. Damit will er wahrscheinlich sagen, dass es keine Drohung ist. Das empfinde ich auch nicht so. Ich habe ihm schon geantwortet. Vielen Dank, freue mich über jeden kritischen Zuschauer. Er war der Schattenmann, also gab es von mir einen Gruß vom Strahlemann. Und hier noch ein Hugging Smiley mit 2 Meter Abstand.
So, nicht alle Mails, die ich bekomme, sind so charmant. Manche sind noch viel charmanter und viele sind sehr, sehr positiv. Im Moment bekomme ich im 5-Minuten-Takt Nachrichten rein, weil jemand meinen Kanal abonniert und so weiter. Ist das ein großes Vergnügen, dass man mit den sozialen Medien die Massenmedien umschiffen kann und dazu beitragen kann, dass eine Gegenmeinung auch Gehör findet. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie es möglich sein kann, dass Massenmedien und Politik und damit meine ich Bundesrat, alle Parteien, da beziehe ich mich auf Deutschland, soweit ich weiß, inklusive Oppositionsparteien, von den Grünen, Liberalen und so weiter habe ich noch gar nichts gehört. Von der AfD weiß ich auch nichts Genaueres. Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, warum ist das möglich? Warum ist es möglich, dass wir so einseitig informiert werden? Warum ist es möglich, dass die Leute nicht merken, dass wir den Kurs so weiterfahren wie jetzt, mit möglichst wenig Berührungen, sage ich mal, mit möglichst viel sozialer Distanz, dass die Durchseuchung eine Ewigkeit dauern wird. Wenn wir so weitermachen, das habe ich im letzten Video gerechnet, dauert es jetzt 3 Jahre, bis wir durchseucht sind. Sollen jetzt alle 80- und 82-Jährigen, mehrfach Vorerkrankten oder 85-Jährigen jetzt zu Hause bleiben, bis die Durchseuchung in 3 Jahren verschwunden ist? Und sollen wir während 3 Jahren jetzt dieses Spiel weitermachen, das im Sommer ein bisschen lockern und im Winter dann alles wieder runterfahren? Das finde ich ein bisschen ein sehr seltsames Konzept. Und was weniger seltsam ist, oder mittlerweile nicht mehr seltsam ist, warum fragt das niemand den Bundesrat? Warum wird dann Pressekonferenz, warum wird nicht gefragt, was eigentlich das Konzept ist? Das wurde nicht vor dem Shutdown gefragt, nicht während dem Shutdown gefragt und auch jetzt, wo der Shutdown andauert. Sie sagen ja, er endet am 27. April, aber das ist natürlich nur eine Lüge, weil enden tut es dann, wenn ich wieder mit meinen Freunden in ein Restaurant gehen kann und vielleicht das erste Bier meines Lebens trinken kann. Weil ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Bier getrunken und das wäre vielleicht dann der Moment, das zu tun. Aber im Moment sind wir keine Bürger, im Moment sind wir Untertanen. Und ich habe mir gefragt, warum? Und ich habe gesagt, das ist eine Verschwörung. Ich habe auch viele Zuschauer, die mir Verschwörungsargumente liefern in alle Richtungen. Ich möchte das nicht bewerten. In vielen Dingen kenne ich mich zu wenig aus. In manchen Dingen bin ich anderer Meinung, aber es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt wieder spalten. Es geht darum, dass wir versammelt sind gegen diese Verschwörung von Feigheit und Dummheit. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Was passiert im Moment, ist eine Konstellation, die Feigheit und Dummheit aufeinandertreffen lässt. Ich möchte schon lange detailliert auf die Medien eingehen, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Ansatz gefunden, um dies wirklich gründlich zu klären. Aber ich möchte es mal politisch angehen. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr politisch interessiert seid, nicht nur Freude haben, weil ich werde jetzt beide Seiten in die Pfanne hauen, von links bis rechts. Also eines vorweg, die SVP ist ja die einzige Partei, die ein bisschen Lärm macht, mit Roger Köppel und angeblich ist ja auch Uli Maurer dagegen. Aber für mich ist es so, solange die Leute in der Konkordanz sind und diese aufrechterhalten, sind sie Regierung und es geht nicht an, dass sie Opposition spielen können. Sie sind genauso schuldig. Sie sollen ihre Schlüsse ziehen, aus dem Bundesrat austreten und Opposition betreiben. Weil wenn nicht jetzt, wann dann? Gäbe es jemals ein besseres Angebot, Opposition zu machen, als jetzt? Also ist es mir völlig egal, ob das jetzt welche der 4 Bundesratsparteien intern was macht. Für mich zählt das, was am Ende rauskommt. Gut, und ich bin zum Schluss gekommen, von der linken Seite ist es vor allem Dummheit und von der rechten Seite ist es vor allem Feigheit. Ich nenne es, das große Problem, das wir haben, nenne ich Sicherheitsismus. Sicherheitsismus und vielleicht auch noch Gesundheitsismus. Weil, das hat uns die Linke gelehrt in den letzten Jahren, alles ist gefährlich und toxisch. Freies Reden ist gefährlich und toxisch. Wer gegen Wirtschaftsflüchtlinge ist, ist ein Rassist. Wer gegen Beschneidung und Schächtung ist, ist ein Antisemit. Wer die höhere Kriminalität durch Ausländer anspricht, ist ein Nazi. Wer dagegen ist, dass man eine dritte Art von Toiletten für Trans-People einführt, ist transphob. Und dann kommt dazu der Wissenschaftsglaube. Ich betone das bewusst, nicht die Wissenschaft. Ich bin ein großes Kind der Wissenschaft.
Aber was sich jetzt durchgesetzt hat, ist eine Art Wissenschaftsglaube, die sich durchaus auch bis in die Skeptiker- und Freidenker-Szene hinein bewegt. Wer dagegen ist, zum Beispiel, dass extrem teure Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen sind, der wird als wissenschaftsfeindlich eingestuft. Wer Kritik übt, auch nur partielle Kritik an Impfungen, ist wissenschaftsfeindlich. Ich selber bin ein Anhänger von Impfungen, dass das klar ist, aber ich sage nicht, dass jede Impfung per se gut ist. Und es gibt ja tatsächlich auch Unfälle und gerade mit neuen Impfungen muss man besonders vorsichtig sein. Wenn es einen Scheiß auf der Welt gibt und ich nicht will, dann ist es eine Covid-19-Impfung, die man gemäß Epidemiengesetz in der Schweiz sogar obligatorisch machen könnte. Das wäre dann interessant zu sehen, wie sie mich entweder einsperren oder ja, mich dann zwangsimpfen. Ich würde dann versuchen, das per Facebook Live zu übertragen. Genau, das ist die Kritik an links. Ich habe aber auch eine Kritik an rechts. Als vor 20 Jahren ein trotteliger Schulbomber versucht hat, ein Flugzeug in die Luft zu sprengen, hat das zur Folge gehabt, dass wir seit bald 20 Jahren und wahrscheinlich nochmals 20 oder 200 Jahre immer die Schuhe ausziehen müssen, wenn wir ein Flugzeug betreten wollen. Wegen dieser angeblichen Angst vor Terror wird begründet, dass wir alle abgehört werden. Und wenn irgendein Land angeblich unseren Way of Life bedroht, wird in fremde Länder einmarschiert. Und wenn eine Frau in den ersten 3 Monaten abtreiben will, sei sie eine Kindesmörderin. Wir sehen also, was die Welt immer wieder macht, die westliche Welt. Wir übertreiben maßlos. Wir haben Angst. Wir haben Angst vor allem. Wir sind Schisshasen. Wir sind Feiglinge. Wenn irgendwo irgendwas passiert, dann gibt es immer strengste Maßnahmen und die werden völlig überborden. Und bisher, sage ich mal, wenn dann im Irak 500.000 Tote gab, es 500.000 Tote gab, war uns das ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ziemlich egal, weil es sind ja nicht unsere 500.000 Tote und Muslime und Araber, nicht meine Meinung, sondern es ist ein Narrativ. Also bitte nicht blockieren das Video. Ich will damit nur sagen, was der Gedankengang dahinter ist. Wenn andere Menschen sterben, scheint uns das nicht großartig zu kümmern. Aber jetzt ist es soweit, dass diese Feigheit dazu führt, dass wir unsere eigene Wirtschaft an die Wand fahren und unser Land auf den Stand von Marokko zurückbombardieren, weil wenn die Verseuchung so weitergeht wie jetzt, sind wir erst in 3 Jahren durch. Genau, man kann kurz sagen, die Linke hat die politische Korrektheit etabliert und der Rechten fehlt der Mut, dagegen anzukämpfen. Und eben der Bundesrat, das Parlament, niemand hat etwas zu gewinnen. Wenn jetzt jemand anstehen würde und, ich sage mal, salopp formuliert sagen würde, dann würden halt gewisse Menschen mehr sterben, dafür hätten wir wieder ein Wirtschaftsleben, dann wäre das der politische Tod. So funktioniert unsere Wirtschaft. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, das völlig unfair ist, weil wir schon lange mit Menschen leben und mit Franken oder Euro gegenrechnen. Eben ein Menschenlebensjahr hat in der Schweiz 230.000 Franken wert, habe ich gelesen. Und darüber wird die Krankenkasse nicht mehr zahlen. Im Moment haben wir 50 Millionen dafür, dass wir ausgeben können. Und es ist auch okay, dass wir alle Bürgerrechte an die Wand gefahren sind. Weil aus irgendeinem Grund ist ein Corona-Toter oder ein Corona-Kranker 100-mal mehr wert als ein normaler Grippekranker zum Beispiel. Die Linke hat die Arbeiter als Klientel verloren. Sie richten sich an die Eliten, die Universitäten, die Beamten, die Lehrer. Einfach alles Leute, die problemlos von zu Hause aus arbeiten können und auch nicht Angst um ihren Lohn haben müssen. Und darum kann man sagen, das habe ich jetzt im Diskurs mit der Linken bemerkt, kann man sagen, für die Linke ist der Shutdown eine Art interessantes Experiment. Sie finden, es ist irgendwie wie ein Spiel, mal schauen, was passiert. Die Wirtschaft ist nicht so wichtig, Menschenleben sind wichtiger. Und irgendwie fehlt der Gedanke, dass die Leute, ich werde nachher auf die Kommentare eingehen, also bitte ruhig weiterschreiben, aber im Moment möchte ich den Faden nicht verlieren. Ich habe gemerkt, dass auf linker Seite die Wirtschaft wie ein interessantes Experiment betrachtet wird. Und es ist auch so, dass es durchaus interessant ist, aber es ist eben leider auch verheerend. Und dieser Aspekt wird zu wenig, nach meiner Meinung massiv zu wenig respektiert von der linken Seite. Irgendwie sehen sie das nicht, dass wenn jetzt
die Wirtschaft, dass, wenn es der Wirtschaft schlecht läuft, dass es eben nicht nur den Reichen schlecht läuft, sondern den Armen und den Ärmsten. Und es ist sogar so, je länger der Shutdown dauert, desto mehr geht diese Schere hoch. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn jetzt die Restaurants noch 3 Monate nicht öffnen können oder noch 1 Monat nicht öffnen können, dann wird es die kleinen Restaurants wegputzen vom Markt und dann profitieren die überlebt haben. Das waren die mit ein bisschen mehr Luft, tendenziell eher die größeren Restaurants an den besseren Lagen. Und dann, wenn der Shutdown noch länger andauert, dann werden auch die weggeputzt. Und dann kommen dann irgendwann die großen Starbucks, McDonald's oder eben die ganz großen Restaurants und Hotelleriebetriebe. Das heißt also, der Shutdown, je länger er dauert, desto mehr schadet er den Armen. Und wenn die Linke denkt, sie würde das alte Klientel schützen, die vulnerabelsten Menschen auf unserem Planeten, da möchte ich zuerst noch hören, mit welchem Grund, dass sie sagen, wie sie argumentieren, dass wenn man jetzt 3 Jahre lang den Shutdown praktiziert oder auch nur 2 Jahre, bis die Impfung kommt, wie da zwingend weniger Tote geschehen sollten, als wenn man einfach in 3 bis 4 Wochen, was eine Grippe normalerweise in Anspruch nimmt, durchs Land fegen lässt. Und ich bestreite das, aber theoretisch Gefahr laufen, dass wir eine Triage machen müssen und gewisse Leute nicht mehr beatmet werden können. Übrigens habe ich mittlerweile auch Feedback erhalten von mehreren Zuschauern, die mir gesagt haben, die im hohen Alter sind, die auch Risikogruppe sind und die gesagt haben, sie möchten gar nicht beatmet werden. Oder sie haben einen Elternteil, die gesagt haben, falls es so weit kommt, möchten sie nicht beatmet werden. Also beatmet werden ist in jedem Fall das, was alle Leute machen wollen. Also ist es fraglich, ob es zu einer Triage kommt, aber selbst wenn, die Alternative ist so verheerend, es wird so viele Tote geben und so viele Existenzen ruiniert werden, dass es ja einfach irrational ist. Aber eben die Linke hat die Beamten, die Lehrer und die Eliten hinter sich, die problemlos vom Computer aus arbeiten können oder ihren Lohn sowieso haben. Das ist meine Theorie, meine These, sage ich mal. Und die Rechte hat zwar mittlerweile die Arbeiter mehrheitlich hinter sich, aber die Rechte hat das Problem, dass sie einen Mix von Christen, sehr Reichen und auch von feigen Opportunisten haben, die sie davon abhalten, den Shutdown zu kritisieren. Weil es ist sehr, sehr schwierig für einen Wirtschaftsführer oder für jemanden mit einer großen Firma, ich selber laufe ja auch ein gewisses Reputationsrisiko mit meiner Firma, also wenn das die Runde macht bei meinen Kunden, manche werden das toll finden und andere überhaupt nicht, also unter dem Strich werde ich verlieren, weil ich werde nicht neue Kunden gewinnen, aber ich werde vielleicht Kunden verlieren. Also es kann bares Geld kosten. Aber wenn man nicht nur gratis mutig sein will und das bekannte Narrativ auf den sozialen Medien verteidigen will oder immer nur das sagen will, was die anderen, was eh schon alle wissen, sondern wenn man diesen Gratismut austauscht mit dem, was sich Zivilcourage nennt, da geht dann eben automatisch das Risiko einher, dass man halt negative Konsequenzen trägt, dass sonst ist es keine Zivilcourage. Und ich würde das nicht machen, wenn ich sehr überzeugt wäre, dass ich das Richtige tue. Ich habe mittlerweile auch mit Virologen geredet und ich wurde weitestgehend bestätigt in all meinen Thesen mit einem kleinen Detail, dass eben die Sommergrippe möglich ist. Die habe ich damals klein geredet und das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, wahrscheinlich. Aber es ist keine Kernthese, die den Rest meiner Behauptungen irgendwie zusammenstürzen lassen würde. Für die Linke, genau. Und jetzt also, das ist das, oder die Linke etabliert die politische Korrektheit und die Rechte ist zu feige, das zu kritisieren. Genau. Und dazu kommt auch, dass die Entscheidungsträger, auch manche Bundesräte, viele Parlamentarier selber alt und nicht mehr so fit sind und sich vielleicht selber zur Risikogruppe zählen und dann vielleicht auch nicht zur Freude haben, dass jetzt ausgerechnet sie denn in die krasse Isolation zurückgehen sollen, während die anderen Menschen ihr schönes Leben haben. Aber das ist einfach eine psychologische Komponente. Aus der Klimadebatte haben ja auch viele gelernt, auch viele von rechts gelernt, dass es besser ist, den Mund zu halten, weil sobald jemand mit dem Argument der Wissenschaftlichkeit agiert, dann ist man klinisch tot, wenn man dagegen geht. Aber eben mit der Wissenschaftlichkeit zu argumentieren, zum Beispiel mit einem Satz wie 97% der Klimaerwärmungsbefürwortern sind dafür. Das ist doch kein wissenschaftliches Argument, das ist Wissenschaftsglaube. Die Leute verwechseln Wissenschaftlichkeit mit Wissenschaftlern. Wissenschaft und Wissenschaftler ist nicht dasselbe. Es hat es schon oft gegeben, dass sich eine Mehrheit irrt. Und wie gesagt, nur ganz kurz bei der Klimakatastrophe zum Beispiel, die absehbar sei, geht es ja gar nicht darum,
selbst wenn man den Klimawandel akzeptiert, dass man akzeptiert, dass er menschgemacht ist, selbst wenn man akzeptiert, dass er reversibel ist, was schon sehr, sehr schwierig ist, das zu akzeptieren, weil woher will man das wissen? Wir wissen nicht mal, ob Atemschutzmasken etwas helfen, gemäß Bundesrat. Also wenn man das alles akzeptiert, aber nachher nur in Zweifel steht, dass es das Geld wert ist, das zu machen, weil es so viel Elend über die Welt bringen wird, wie jetzt Corona im Quadrat, wenn man nur eines dieser Punkte bestreitet oder eben nur schon bestreitet, dass es reversibel ist oder dass schon in 20 Minuten die Zombie-Apokalypse kommt, dann ist man klinisch tot. Und darum haben die Leute gelernt, sogar Leute auf der rechten Seite, hier gar nicht mehr das zum Thema zu machen. Und ich nehme an, dass dasselbe jetzt passiert mit Corona, dass die Rechte einfach merkt, dass es besser ist, auf dem Mund zu sitzen, weil sie viele Stimmen verlieren, weil vor allem alte Leute gehen wählen. Und es ist davon auszugehen, dass eine sehr große Wählerschaft von allen Parteien Schweizer Fernsehen schaut, die ja nur ein Narrativ kennt. Habt ihr heute die Tagesschau gesehen? Es war grandios. Neben dem Wetterbericht wurde gezeigt, wie eine Frau jetzt Corona-Bingo macht auf den Straßen. Dann kam ein kritischer Bericht über Italien und vorher als Einleitung auch irgendwas Harmloses. Also es gibt keine grundsätzliche Diskussion. Es gibt keinen. Man berichtet über Corona-Bingo auf einem Platz irgendwo und dann die Leute vom Balkon aus können da Bingo spielen. Und das ist doch so herzzerreißend schön. Wir Schweizer halten zusammen durch die größte Idiotie der Welt. So, das ist meine Theorie. Und die Frage ist nun, wie kann man das durchdringen? Und es gibt nur einen einzigen Weg, der mir einleuchtet. Die öffentliche Meinung muss kippen. Und zwar gegen den Mainstream. Weil die Mainstream-Medien, die dramatisieren immer alles noch mehr. Und es ist mittlerweile, kann ich sagen, pathologisch. Ich behaupte das nicht nur, ich möchte das schnell beweisen. Ich habe das schon mal in einem Video kurz angesprochen, aber es ist für mich sinnbildlich, wie nicht wirklich Fake News passiert, aber wie völlige wie selektiv berichtet wird. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr das mit anseht. Ich möchte euch das zeigen. Man kann es gar nicht glauben, wenn man es nur hört. Der Spiegel hat vor ein paar Tagen berichtet, am 15., ob 2 Meter Abstand reichen, ist ungewiss. Spekulation über Aerosol-Viruswolken. Habt ihr diese Videos schon gesehen, wo gezeigt wurde, wenn jemand atmet, wie der Atem dann, wenn man joggt, nach hinten geht und dem anderen ins Gesicht weht? Oder von diesem Shoppingcenter, wo jemand niest in einem Korridor und dann kommt diese Riesenwolke an Viren, wie mit Flügeln gehen die dann über die Regale hinweg und man hat das Gefühl, wenn einer niest, dann sterben alle. Genau. Völlig krass und völlig unwahrscheinlich. Übrigens habe ich gehört, dass es in England nur einen einzigen Fall gegeben hat, wo eine Übertragung im Außenbereich, also an der frischen Luft, nachgewiesen wurde. Nur einen einzigen. Und gemäß Dr. Streeck war es ihnen nicht möglich, eine Schmierinfektion eine Schmierinfektion nachzuweisen. Sie haben dazu von Türfallen aus der Toilette und so weiter, haben sie Abstriche genommen und dann versucht, in einer Petrischale den Virus zu züchten. In keinem Fall ist das gelungen. Also wir halten fest, in der Außenluft praktisch unmöglich, das zu kriegen, keine Schmierinfektion. Tötungsrate, Sterberate nicht 3,4%, sondern 0,37%, Tendenz sinkend. Ich habe 0,2 prognostiziert bis Ende Jahr, diese Zahl wird rauskommen. Und wir sehen, es gibt keine, auf Europa betrachtet, keine Übersterblichkeit. Also alle krassen Szenarien sind nicht passiert, aber an den Maßnahmen ändert man nichts. Man lässt den Shutdown zu Ende laufen, obwohl sogar die ETH eine Studie herausgebracht hat, die gezeigt hat, oh, der Shutdown hat gar nichts gebracht, weil die Übertragungsrate von 3 Personen auf 1 Person abgesunken ist, bevor der Shutdown begonnen hat. Und dasselbe hat jetzt ein paar Tage später das Robert-Koch-Institut bestätigt für Deutschland. Ist das nicht unglaublich? Und jetzt eben haben wir hier, ich halte eben den Spiegel verkehrt leider, ich möchte schnell ein bisschen scrollen können, ist hier ein längerer Artikel.
Genau, Forscher in den USA vermuten, dass das Coronavirus nur so schnell verbreiten konnte, weil die Bioaerosole es durch die Umwelt tragen. Dieser Infektionsweg ist bereits für andere belegt, für Masern, für Tuberkulose, Influenza. Und dann? Robert-Koch-Institut ist weiter vorsichtig und erklärt auf seiner Seite, dass man eine Infektion über Aerosole im normalen gesellschaftlichen Umgang nicht ausschließen kann. Oder? Das ist eine Nullinformation. Das ist, wenn ein Epidemiologe sagt, aus epidemiologischer Sicht müssen wir den Shutdown aufrechterhalten. Ja, aus epidemiologischer Sicht werden wir für immer isoliert in Telefonzellen wohnen. Ab jetzt kommt's. Ich möchte wirklich, dass ihr das versteht. Also ihr versteht das schon, ich habe kluge Zuschauer. Aber ich möchte, dass das die Runde macht. Schnaufende Jogger, 10 oder 30 Meter. Doch was heißt das für den Alltag? Im Supermarkt oder im Park? Aus Angst vor den Bio-Aerosolwolken kursieren immer neue Abstandsregeln im Netz. Beim Joggen sollen es möglichst 10, in einer Schlange nur 2 Meter sein. Doch wie so oft in diesen Tagen können auch Forscher darauf nur mit einem Ja-Aber antworten. Genau, Pseudowissenschaftlichkeit. Aber Pseudowissenschaftlichkeit hält den Spiegel nicht zurück, weiter zu dramatisieren. Jetzt ein Zitat von Umweltmedizinerin Treitel Hoffmann: Es kommt darauf an, ob der Jogger gerade niest oder hustet. Dann würde sie statt zu 10 Metern, ich zitiere, würde ich sogar zu 30 Meter Abstand raten. Welche Konzentration mit Corona-belasteten Aerosolen wirklich zu einer Infektion führe, kann im Moment noch niemand sagen. Wir wissen zu wenig, um verbindliche Aussagen zu machen. Diese Frau sagt ernsthaft, und Spiegel meint, es sei irgendwie meldungswürdig, dass man 30 Meter Abstand halten muss, wenn jemand beim Joggen niest. 30 Meter, ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Moment, ich zeige es euch schnell. Ist noch hell genug. Meine Katze. Hoi, Ruggeli. Miau. Miau. Ja, gell. Das ist bei dieser Laterne dort oben. Das sind 30 Meter. Also wir haben 30 Meter. So weit soll man entfernt joggen. Das heißt, 10 Meter genügen. Aber wir müssen in dem Moment, wo jemand beim Joggen macht, müssen wir uns 20 Meter wegbeamen und uns sofort 30 Meter von ihm entfernt halten. Solchen Mist publiziert Spiegel. Man könnte doch eigentlich meinen, dass es eher die Aufgabe sei, der Medien und des Bundesrates zu beruhigen. Es wird nur Drama gemacht, es wird nur Panik geschürt, es passiert überhaupt nichts anderes. Es ist eine Katastrophe. Dann, genau, das ist auch immer schön, von Polizei aus dem Schlaf geklingelt, wenn sich Bürger als Corona-Sheriffs aufspielen. Und dann werden immer diese Geschichten erzählt, wie jemand zu 6 statt zu 5 oder zu 3 statt zu 2 sich irgendwo wohin begeben hat. Und dann, das ist auch das Interessante, Moment, diese Blockwart-Mentalität, man fühlt sich wieder an die Nazi-Zeit erinnert oder zumindest an die DDR. Moment. Mehrere, ich habe es glaube ich nicht hier. Ah, ich habe es leider nicht, den Screenshot nicht gemacht. Aber mehrere Politiker hohen Ranges rufen absolut dazu auf, Mitbürger zu denunzieren. Mitbürger zu denunzieren. Vor 30 Jahren haben wir uns aufgeregt über den Fischenstaat Schweiz. Aber der Denunzianzenstaat, der wird in Deutschland zumindest akzeptiert und in der Schweiz ja auch, weil Polizei geht in jedem Fall nach. Das hat man sie mir gesagt. Anscheinend hunderte von Anrufen pro Kanton wahrscheinlich jede Woche. Da können wir halt eben das größte, wer hat das Bertelbrecht gesagt? Das größte Schwein im Land ist immer noch der Denunziant. Ein bisschen schöner hat er es gesagt. Aber diese Denunziantenkultur ist das, was uns jetzt erwartet. Diese Panik. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein Erlebnis gehabt habt, ich nicht. Aber es gibt immer wieder Geschichten jetzt zu mir, wo mir Leute erklären, was sie erlebt haben, wie jemand sie zusammenstaucht, weil sie angeblich zu nahe vorbeigelaufen sind, obwohl sie 2 Meter Abstand gehalten haben. Also unglaubliches Zeugs. Die Kernbotschaft, die ich rausbringen möchte, ich habe jetzt lange genug darüber geredet, warum dass der Shutdown so verbinden muss, ändern soll, aber ich möchte gerne, dass ihr eine Frage nach außen tragt. Und diese Frage ist, wann
sollen die Maßnahmen enden. Wenn wir jetzt eine Durchseuchungsrate von vielleicht 2 oder 3% haben, Schweiz und Deutschland weit, wenn wir im gleichen Tempo weitermachen, haben wir 3 bis 4 Jahre, bis wir durchseucht sind. Wollen wir wirklich alle Gefahrengruppen, damit meine ich die 84-jährigen, mehrfach vorerkrankten Leute, jetzt in den Altersheimen, Altenheimen und Pflegeheimen einsperren? Wollen wir jetzt, dass diese Leute nicht mehr aus der Wohnung können während 3 Jahren? Glaubt ihr, dass die alten Leute das möchten? Glaubt ihr, wenn ihr alte Leute fragt, was meint ihr, sollen wir die Wirtschaft jetzt 3 Jahre lang an die Wand fahren, damit ihr statt mit 84, mit 85 Jahren sterbt, dass da eine Mehrheit der Menschen sagen wird, ja, bitte tut das. Oder würden sie nicht sagen, lebt euer Leben, schützt uns bitte so gut ihr könnt und dann bringen wir die Scheiße hinter uns. Weil wenn man diese Grippewelle einfach durchziehen lässt, dann dauert das meistens 3 bis 4 Wochen. Wenn sie ein bisschen hartnäckig ist, dauert es vielleicht 6 Wochen. Aber in 2 Monaten ist es garantiert vorbei. Mit dem Risiko der Triage. Wir wollen jetzt, ich habe ja Gegnerschaft, sage ich mal, im Netz. Jetzt komme ich da lauter Meldungen, wie viele Infektionen das in Schweden hat. Schweden hat nur etwa 500 Betten und sie nicht voll belegt. Aber sie zeigen jetzt so Kurven, wo Schweden Infektionen hat und so weiter. Ein dramatisches Experiment und so weiter. Aber jetzt kommt jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser schwedische Koch, also eigentlich, ich würde sagen, der Antipode, oder? Koch ist hier schwarz, unten dunkel, schlecht. Und hier ist es Tegnell. Jemand kann sich reinschreiben in die Kommentare, wie der heißt. Und der hat gesagt, wenn es gut läuft, wenn die mathematischen Modelle stimmen, haben wir im Mai Herdenimmunität erreicht. Bis jetzt ohne jede Triage. Ohne dass sie die zusätzlich erstellten Betten benutzt hätten. Herdenimmunität. Keine Impfung, einfach Immunität. Und das jetzige Konzept heißt, möglichst nicht berühren, nicht über 5 Personen, nicht in die Restaurants, keinen Spaß haben. Einfach nichts machen, was irgendwie den Virus verbreiten kann. Wir frieren einfach den Status ein und halten die Welt immer noch für lebensgefährlich. Für einen Peter Stadler, der das ja gesagt hat, oder? Er hat sich selber als Zielgruppe bezeichnet oder als Risikopatient. Das heißt also, er müsste jetzt in seinem mutmaßlich sehr schönen Zuhause bleiben. Aber wer will schon für Jahre jetzt in Gefahr leben? Es ist doch der Wunsch gerade der 80- oder 82-Jährigen, dass sie noch 1, 2 Frühlinge und Sommer erleben können. Dass sie ihre Kinder und Enkelkinder sehen können. Dass sie im Spital Besuch oder im Altersheim Besuch empfangen können. Das ist doch das, was logisch ist. Und ich hätte gerne eine Antwort darauf, warum man das nicht macht. Was wirklich die Perspektive ist. Weil wir haben vom Bundesrat, der gemäß Schweizer Fernsehen, der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, Berse und Koch, dieser Social Media Star, der so angekündigt wurde. Von diesen 2 Männern habe ich noch nie eine Auskunft gehört. Ich habe vom ganzen Bundesrat noch nie eine Auskunft gehört, der irgendeine Perspektive bietet. Ich habe immer nur gehört, dass wir die Hände waschen und 2 Meter Abstand halten sollen und dass unsere hart verdienten Milliarden verputzt werden und zusätzliche Milliardenschulden aufgenommen werden. Dass mutmaßlich, wenn das so weitergeht, unsere Staatsverschuldung sich locker verdoppelt. Locker verdoppelt, weil wir haben jetzt 250 Milliarden Staatsschulden. Wenn das so weitergeht, vielleicht nicht die Staatsschulden alleine, aber mit dem Schaden, die Konsumenten, die Produzenten, die Firmen, die Mitarbeiter und so weiter zahlen müssen, kommen wir locker auf diese Zahl. Und wenn wir diesen Mist 2 oder 3 Jahre machen wollen, dann können wir wahrscheinlich von Faktor 5 bis 10 rechnen. Ist nur aus den Fingern gesaugt, aber ich sage, dann schlafen wir in der Schweiz ein und wir wachen in Marokko auf. Marokko ist, wie gesagt, ein wunderschönes Land, aber es ist schöner, hier zu wohnen, wenn man arbeiten will. Das könnt ihr mir glauben. Weil ein Meer haben wir dann immer noch nicht. Also, das ist die große Frage. Was ist der Plan? Was war der Plan vor dem Shutdown? Was war die Zielgröße, dass man einen Shutdown beenden kann? Hat man uns nicht mitgeteilt. Man hat uns nichts mitgeteilt. Man redet mit uns wie mit 4-Jährigen. Und ich finde, es ist ein Skandal, dass man unsere Bürgerrechte abschafft, uns von Bürgern in Untertanen verwandelt und zum Beispiel Autowaschstraßen schließt.
das ist das krasseste Beispiel, das mir in den Sinn kommt, aber es ist nur eines von 100, von völlig völlig willkürlich gefassten Entscheiden. Man wollte einfach nicht, dass die Leute rausgehen. Bleibt zu Hause. Dabei ist rausgehen genau das, was den Virus killt, weil draußen hat der Virus keine Chance. Haben wir jetzt gehört in England. Draußen ist sicher UV-Licht, 20 Grad und tschüss. Sonnenlicht, im Sonnenlicht, im warmen Sonnenlicht mit dem UV, der ist tot. Und wie gesagt, in England eine Infektion nachbewiesen. Weiß man nicht, was das Pärchen vielleicht gemacht hat, dass es draußen doch geklappt hat. Aber anscheinend einfach kein Problem. Aber sie wollen uns draußen halten, sie wollen uns drinnen halten, sie wollen uns für dumm verkaufen. Sie sind ahnungslos, sie sind, wie Roger Köppel gut gesagt hat, im Blindflug. Was wir bei Roger Köppel, ich möchte ihn nicht zu sehr kritisieren, weil er ist einer der wenigen Exponenten, die kluge Dinge sagen. Aber Roger Köppel sagt ja, wir sollen Masken tragen, wir sollen Sichtwaschen, Abstand halten und so weiter. Das ist ja wieder dasselbe. Dann wieder alles möglichst weit herausgeschoben. Und wie absolut inkompetent der Bundesrat ist, erkennt man daran, dass jetzt also am 27. der Baumarkt öffnen soll und am 11. Mai darf dann der Fahrradladen aufmachen. Was für ein Irrsinn. Das könnte man doch vorher denken, dass sich da jemand nervt darüber. Oder wie kann es sein, dass man jetzt zum Beispiel Leute wie ich, also ich leider kriege nichts, aber leider in Anführungszeichen, weil ich verdiene wohl zu gut, aber man kann von 10.000 bis 90.000 Franken jetzt Geld verlangen als selbstständiger Werbender. Das heißt also, wer 10.000 Franken verdient, kriegt etwa 1.300 Franken und wer 90.000 verdient, der kriegt 12.000 Franken. Und wer 90.000 Franken und 90.000 und einen Franken verdient, der kriegt nichts. Was für ein Schwachsinn. Oder da hat man also einen Bundesrat mit hunderten Beamten, die nur Nullrunden an Auskünften geben, also dass sie Geld verschleudern und Gesetze verschärfen oder die Anliegen. Und wie sagen sie das? Jetzt haben sie nur noch von Bitten geredet. Sie bitten uns. Muss man immer genau lesen. Immer wenn sie Bitten sagen, kann man sagen, ungestraft. Also die machen also diese... Mir schießen immer so viele Gedanken durch den Kopf, dass ich gerne mal den Faden verliere. Ich kann mich so aufregen über diese willkürlichen und absolut undurchdachten Maßnahmen. Diese Maßnahmen beweisen einfach, dass der Bundesrat seinen Job nicht macht. Er macht seine Arbeit nicht und da können die Massenmedien schreiben, was sie wollen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der NZZ. Die NZZ und die Weltwoche, die geben sich wirklich Mühe, eine Gegenmeinung zu etablieren. Weil bis jetzt ist es ja so, wenn die Massenmedien nicht mitmachen, dann sind wir einfach Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, was wurde schon genannt, Idiot, Vollidiot, ein verfickter Vollidiot. Ja, das sind einfach all diese Sachen. Aber wenn eben der Mainstream das aufgreift, der Mainstream hat die Kraft, das Narrativ zu ändern. Aber wenn das Mainstream das nicht macht, dann müssen wir es machen. Weil das hat Daniele Ganser gut gesagt, es gibt etwas noch, das stärker ist als die Massenmedien und der Staat. Und das ist die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung ist das, was noch funktioniert. Im Moment hat die öffentliche Meinung noch Macht. Und Daniele Ganser ist ja selber ein Opfer von den Massenmedien. Ich möchte ihn darum auch nicht hart kritisieren. Er hat da sehr viele schöne Statements. Ein Satz möchte ich jetzt doch herauspicken, der mir bei Daniele Ganser nicht gefällt. Und ihr werdet mir wahrscheinlich nicht recht geben, aber ich bin furchtlos ehrlich. Er sagt, das Leben ist heilig. Und ich sage, das hat er nicht in Bezug auf Corona gesagt, sondern generell, dass quasi Krieg nicht sein soll, weil das Leben heilig ist. Und ich habe immer verstanden, was er damit meint und ich habe auch immer gefunden, dass er recht hat. Grundsätzlich, aber am Wort heilig habe ich mich natürlich als Atheist sehr gestört. Und ich weiß jetzt auch, wieso. Ich habe damals gedacht, mich nervt einfach das Wort, aber mich nervt auch die Idee dahinter. Ich sage, nichts ist heilig. Nichts ist so heilig, dass man es nicht hinterfragen kann. Und das lernen wir jetzt sehr, sehr schmerzhaft. Bei uns ist jetzt das Leben heilig und wir dürfen es nicht hinterfragen, ob 50 Millionen Franken für ein zusätzliches Lebensjahr für einen 84-Jährigen eine angemessene Summe ist oder ob man nicht sagen soll, es tut mir leid, es war schön mit dir, du hast dein Leben gelebt, aber jetzt musst du vielleicht gehen. Kommt aber dazu, dass es überhaupt nicht bewiesen ist,
dass die Variante Shutdown sofort beenden und die Alten sofort super isolieren überhaupt zu mehr Toten führen würde. Bei Tele Zürich war Peter Stadler mit Rainer Reichenberger und beide haben sich, glaube ich, so ein bisschen stumm zugenickt und waren der Meinung gewesen, dass es eben gar nicht zu mehr Toten kommen würde. Was nachvollziehbar ist, weil wenn der Sturm in 6 oder 8 Wochen vorbei ist, dann ist er vorbei. Und sonst dauert es 2, 3 Jahre und wir haben immer wieder Tote, bis wir die Herdenimmunität oder diese Impfung haben. Ja. Und darum finde ich eben auch der Gedanke, Leben ist heilig, ist hinterfragbar. Überhaupt ist alles hinterfragbar. Wir müssen den Mut haben, alles zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass wir auf jede Frage eine Antwort haben müssen. Und es muss nicht sein, dass wir immer auf die richtigen Antworten kommen. Aber wir müssen die Möglichkeit haben, selber alles zu hinterfragen. Wirklich alles. Und das heißt eben auch diese angebliche Wissenschaftlichkeit, die der Bundesrat immer hinzuzieht, auch Angela Merkel übrigens und Robert Koch Institut, immer Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Aber es ist nur Pseudowissenschaft. Es sind immer nur Behauptungen. Ja, wir wissen nicht, es könnte sein, wir hoffen, wir müssen später schauen, es kommt darauf an, wie sich die Sache entwickelt. Ja, die Dunkelziffer wissen wir nicht genau, wie hoch die ist, aber ja, wir haben 24.000 Infizierte in der Schweiz. Dabei sind es positiv Getestete. Sogar da immer die falsche Information. Es wird immer von Kranken geredet. Manchmal wird von Kranken geredet, dabei sind sie nur positiv getestet. Positiv getestet heißt überhaupt nicht, dass man krank sein muss. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer irgendwie 90%. Das heißt also, dass es eine absolute Fake News ist. Und man fragt sich manchmal, sind sie so doof oder so böse? Wie damals, als Bush im Irak einmarschiert ist und in Afghanistan, habe ich mir gedacht, ist er so doof oder ist er so böse? Und ich habe gemerkt, es ist immer eine Kombination von beidem. Ich habe eine prominente Person, die extrem viel mit Medien zu tun hatte, mal gefragt, genau diese Frage gestellt. Wie kannst du das erklären, dass alle Medien einfach aus dem gleichen Horn blasen, dass alle den gleichen Mist wiederholen, immer das Gleiche verzapfen? Und ich könnte mir das einfach nicht erklären. Und er hat gesagt, das kann ich dir ganz einfach sagen. Journalisten sind die gewöhnlichsten Menschen, die es gibt. Ja, irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, was er damit meint, aber trotzdem hat es mir eingeleuchtet. Mir fallen auch die Lehrer ein. Ich weiß nicht, ob ihr selber Kunden habt. Nicht alle, aber Lehrer tendieren dazu, die mühsamsten Kunden zu sein, die man haben kann. Weil Lehrer stehen immer vor dummen Menschen, auch Kinder genannt, und wissen alles besser. Sie sind per Definition Besserwisser. Dann sind sie also von morgen bis abends Besserwisser. Und der Hans Rudi und der sowieso, heute heißen sie anders, heute heißen sie auch nicht mehr Kevin, wie heißen sie heute? Joel? Oder wie heißen heute Kinder? Als Kinderloser habe ich diese Sorge nicht. Auf jeden Fall, dieser Joel und Noel und so, die sind ja alle dumm. Dumme 7-Jährige sind per Definition dumm. Und der Lehrer ist dann da und ist wahnsinnig klug. Und dann geht er den ganzen Tag ein, Tag aus, verteilt Schulnoten und ist einfach der Klügste der Welt. Und mit diesem, wie soll man das nennen, ist es ein Bias? Oder ist es ein, ja, mit dieser Gewissheit geht er aus der Welt hinaus und geht dann in die Welt hinein und geht zu einem, zum Beispiel, zu einem Garagisten und erklärt ihm, wie er das Auto reparieren muss. So ungefähr läuft das. Habe ich mir schon gehört. Ich kenne einen Garagisten, der alle Lehrer hasst. Der sagt, am liebsten würde ich sie gar nicht annehmen, aber ich kann nicht gut als Dorfgarage das machen. Aber es sind die Schlimmsten. Und mein Verdacht ist, mit den Journalisten ist genau dasselbe. Journalisten haben ein riesen Sprachrohr, eine riesen Klappe. Und wenn sie etwas sagen, dann wird das von Zehntausenden gelesen, leider. Egal, ob es gut oder schlecht ist, es wird gelesen. Und dann kommen diese kleinen Erdenbürger und regen sich auf. Und das verschwindet dann in der Zensur bei Tagesanzeiger zum Beispiel. Da darf man nicht so sehr rechtschreiben und da ist man sofort unter Zensurverdacht, ist man immer in Gefahr, zensuriert zu werden. Aber das weiß ich nicht von mir, weil ich mache keine Kommentare da, aber ich weiß von einem guten Freund. Und das heißt also, das ist das Fußvolk, das ein bisschen herumstampft, diese Wutbürger. Und dann können sie mit dem Sprachrohr sich wieder über die Wutbürger auslassen. Und sie haben irgendwie immer recht, weil die Widerrede ist ja nur ein kleines Echo, das auf sie zurückkommt. Und darum sind diese also in dieser Bubble gefangen. Und ich sage nochmals, was Noam Chomsky gesagt hat, ein toller Intellektueller, mittlerweile glaube ich 91 Jahre alt. Leider redet er nicht mehr so deutlich, ist sehr anstrengend, seinen Interviews zu folgen.
Aber er hat mal einem Journalisten gesagt, der ihn gefragt, der Journalist hat ihn gefragt, was heißt das? Meinst du wirklich, kann ich schreiben, was ich will? Denkst du wirklich, ich werde zensiert? Und du glaubst nicht, ich kann schreiben, was ich will? Dann hat er gesagt, nein, nein, ich glaube schon, dass du schreiben kannst, was du willst. Ich glaube nur nicht, dass du auf diesem Stuhl sitzen würdest, wenn du was anderes schreiben wolltest. Also die Leute werden schon bereits bei der Auswahl entsprechend gesiebt. Und dann wird halt geschaut, da wird nicht verboten, etwas zu schreiben. Aber ja, man kann mal versuchen, beim Spiegel Online mal sich in einen Trump-Fan zu verwandeln und die besten Argumente zu bringen, wie lange man seinen Job dann noch hat und wie die Karrierechancen stehen und wie viele Artikel dann wieder zurückgewiesen werden. Dasselbe gilt auch für die anderen Blätter. Wobei die Weltwoche mittlerweile einen Trick raus hat, dass sie nicht mehr nur einfach Konter gibt, sondern wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, zwar wirklich sehr konträre Meinungen bringt. Ich habe gesehen, dass sie ja von Bixel, dem Schriftsteller, glaube ich, ein Porträt gemacht haben und so. Und das ist ja nicht gerade ein Strammrechter, gelinde gesagt. Ja. Ah, zum Schluss noch, das war ein schönes Ding. Peter Bixel hat mal gesagt, erinnert ihr euch, als dieses Wort die Runde machte mit Dichtestress, als es um die Zuwanderung ging? Dann hat man gesagt, wir haben schon genug Zuwanderer, wir haben nicht schon genug Dichtestress. Und da hat Peter Bixel, der jetzt von der Weltwoche anscheinend porträtiert wurde, hat er gesagt, wer von Dichtestress redet, sollte einfach mehr spazieren gehen, hat er gesagt. Das fand ich sehr charmant. So, ihr seht, meine politische Einordnung ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich von diesem Links-Rechts-Bild ein bisschen abgewandt. Ich war früher im Herzen links, aber mein Kopf kann das so sehr nicht mehr nachvollziehen, dass er seinem Herzen nicht mehr so viel Raum lässt. Und darum bin ich mittlerweile eher auf der liberalen bis libertären Seite. Libertär im Rahmen natürlich. Sehr gut. Jetzt habe ich hier noch einen schönen Vergleich. Er ist vielleicht nicht ganz legitim, aber es war ein schönes, kein Meme, aber es war eine Auflistung. Grippewelle 1718, das ist auf Deutschland bezogen. Schlimmste Grippewelle seit 30 Jahren, 25.100 Tote innerhalb von 3 Monaten. Maßnahmen keine, Impfempfehlungen, Hinweise auf Hust- und Nieshygiene. Corona 2020, 3.000 Tote innerhalb von 3 Monaten. Maßnahmen Lockdown, Ausgangseinschränkungen, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen, Polizeikontrollen, Anzeigen, Bußgelder, Mundschutzpflicht, Öffnungsverbote für Geschäfte, Restaurants, Bars, Androhungen von Zwangsisolation, Wirtschaftsschäden in Milliardenhöhe. Und Milliardenhöhe sind bei Deutschland wahrscheinlich übertrieben. Es werden dann wahrscheinlich eher 1 Billion sein, weil ich glaube, es war jetzt schon die Rede von 750 Milliarden, die ja in einer ersten Tranche irgendwie insgesamt zur Verfügung gestellt wird. Und wie gesagt, alles wird ja nicht bezahlt. Ja, ich bitte euch, ganz wichtig, wenn ihr das auf Facebook schaut, geht doch bitte auf youtube.com/strickertv und abonniert den Kanal, weil ich möchte eigentlich lieber in Zukunft so filmen, statt so. Und ich habe dort auch mehr Reichweite. Also mein letztes Video hat innerhalb von 3 Tagen über 2000 Abrufe gehabt und es scheint dauernd noch zu wachsen. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich bei gewissen Blogs, die ich sehr schätze, auch geführt werde. Und ja, es sieht halt professioneller aus, wenn ich das ein bisschen quer machen würde, weil ich bin ja ein Querdenker. In der heutigen Zeit ist Querdenker ein Synonym für Denker. Weil wer heute denkt, der steht automatisch quer zum heutigen Narrativ. Da gibt es kein Drumherum. So, jetzt schaue ich noch schnell, ob er was geschrieben hat, auf das ich eingehen kann. Ich nehme jetzt gerade die neuesten zuerst. Wenn etwas ganz Wichtiges jemandem auf der Seele liegt, dann bitte einfach schnell schreiben. All die Jahre hat es niemanden interessiert, wie viele irgendwo gestorben sind. Und jetzt sehen Sie die Zahlen und sind überrascht und haben Angst. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Peter. Das fällt mir auch auf, dass Menschen anscheinend ein sehr großes Problem haben, Zahlen einzustufen, eine Kurve zu interpretieren, eine logarithmische Kurve zu interpretieren. Und bei den Zahlen ist es wirklich so. Also da gibt es auch verschiedene Arten Probleme. Das eine ist einfach die nackte Zahl. Wenn man eben sieht, was, heute sind wieder 100 Menschen gestorben. Wenn halt jeden Tag 500 Menschen sterben, dann, und die sind ja meistens in der Schweiz sehr alt, dann relativiert sich das. Und wenn man die Zahl eben sieht, im Vergleich zu einer Grippe, dann relativiert sich das noch weiter. Und eben das einzige Gegenargument, das die Gegner hatten, war diese ewige exponentielle Kurve. Aber jetzt haben wir erfahren, dass der Shutdown sowohl in Deutschland wie in der Schweiz nichts gebracht hat.
Und es wurde auch lange behauptet, Südkorea habe richtig reagiert, frühzeitig getestet und den Virus isoliert. Und Witkowski, dieser sehr interessante Mann, der auch ein Deutscher ist, glaube ich, und auch schon auf Deutsch ein Interview gegeben hat, hat in einem englischen Interview gesagt, der wahre Grund sei, dass auch in Südkorea der Shutdown viel zu spät kam. Die Bevölkerung sei bereits verseucht gewesen. Und das könne er belegen. Und in diesem Interview werden dann auch Sachen eingeblendet, ähnlich wie bei Tagesanzeiger für die Schweiz, hat er eben gezeigt, dass diese Durchseuchung eigentlich schon passiert ist. So, mal schauen, ob ich noch einen anderen Kommentar habe. Die Europäer zu feig, um sich gegen den Scheiß zu wehren. Ich weiß nicht, ob es Feigheit ist. Weil der Europäer gegenüber wem wäre das? Habe schon mitbekommen, weil warum nur die Europäer? Wären dann eigentlich alle Regierungen? Hab sogar schon mitbekommen, dass es sogar bis zu 25 Jahren gehen könnte, bis in der Säule 70% hin. Ja gut, dass es so langsam geht, so viel Disziplin traue ich keiner Bevölkerung zu. Ja, genau, wir werden alle nicht gern angelogen. Ja. Lückenpresse, ja, ich liebe den Begriff, weil der Begriff Lügenpresse ist schwierig. Danke, Dani. Lügenpresse wurde ja von der AfD behauptet. Ich finde, dass Medien... Lügen ist wirklich das falsche Wort. Sie erzählen absichtlich eine Geschichte so, dass sie im Empfänger falsch gelesen werden. Und darum ist Lückenpresse gut. Sie sagen das eine und lassen das andere einfach weg. Sie sagen, wie primitiv dieser Politiker das und das gemacht hat, Boris Johnson, Donald Trump oder AfD, blablabla, und bringen nicht das beste Argument, das auf der Gegenseite steht. Das wäre ja eigentlich ein journalistisches Muss, sage ich mal, dass man die besten Argumente von beiden Seiten zulässt. Und das passiert eben nicht. Jede Geschichte wird in ein Narrativ gezwängt. Oder zum Beispiel hat ja Trump als allererster die Flüge aus China verboten. Und das kann man sagen, war sehr schlau. Und das findet sich im heutigen Narrativ nicht. Heute heißt es, die Amerikaner hätten alles verschlafen, darum hätten sie jetzt so viele Tote. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, aber damals, als dies die Runde machte, war es so, dass gemessen an der Bevölkerung Europa wesentlich schlechter dastand als Amerika. Und da stand zum Beispiel in keinem Artikel. Es musste einfach gegen Trump gehen, oder? Und es ist auch so lustig, dann hat man diesen Fauci oder so. Und den finden sie dann immer gut. Und dann sagen sie immer, der Fauci ist nur gut, weil er gegen Trump ist. Aber man findet von Fauci nie wirklich ein Statement, dass er sagt, er findet Trump nicht gut. Und darum würde er für ihn arbeiten, wenn er ihn nicht gut findet und so weiter. Und das sind ja immer so diese Halbwahrheiten. Ja, gut. Also jetzt ist eure letzte Chance, noch was zu schreiben. Und sonst verabschiede ich mich bis zur nächsten Runde. Genau. Also ich kann sagen, der heutige Tag war sehr schön. Zwei Zuschauer haben mich besucht heute. Ich habe beide schon flüchtig gekannt, aber eine Person hatte ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen und die andere Person seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Und es ist schön, dass meine Videos dazu beitragen, dass das Social Distancing ein bisschen geringer wird. Übrigens, ihr habt meinen Garten vorhin gesehen. Wenn ihr Lust habt, bei mir einen Eistee zu trinken, dann seid ihr, egal, Männlein, Weiblein, Alter, seid ihr herzlich eingeladen, mit mir eine Runde zu plaudern. Einfach eine persönliche Nachricht an mich. Ich habe gemerkt, die Haters haben auch schon meine Telefonnummer und meine Adresse herausgefunden. Also wenn die das können, könnt ihr das auch. Ihr könnt mich auch anrufen. Aber eine Personal Message genügt natürlich und dann könnten wir hier draußen mal ganz gemütlich etwas trinken oder sie sonst wo treffen. Leider nicht in einem Restaurant. So oder so, ich wünsche euch, danke Barbara, dir auch einen schönen Abend. Genau, Gazzo. Antonio, was ist das für eine Sprache? So, es war wieder nett mit euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte teilt es. Ich glaube, heute war ja wenig, außer Gazzo, wenig Schlimmes dabei. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich schon morgen Abend wieder, weil es passiert so viel, dass man jeden Tag etwas zu erzählen hat. Und eben für mich ist es auch schön, mit der Öffentlichkeit ein bisschen zu plaudern. Alles ist wichtig. Das Zweitwichtigste sind eure Liebsten. Tragt ihnen Sorge. Habt Spaß im Leben. Aber das Allerwichtigste ist, denkt dran, Corona ist vor allem ein Bier. Ciao Peter, ciao miteinander.